Willkommen zurück zu Jet Empire. Das letzte Mal hatten wir noch weitere Piraten eliminiert und nun, ja, müssen wir noch weitere eliminieren. Darunter auch Gao, den Großen, und ein Lotus-Ass, den namens Lim. Außerdem müssen wir noch eine junge Dame retten. Ich weiß jetzt nicht mal, wie ihr Name nochmal war. Ich glaube, Fu Yao oder so. Die Mutter ist ja weiter unten. Sie haben ja schon gerettet. Ja. Erstmal wechselstehen. Begleiter. Erstmal gucke ich mal, was hier drin ist. Denn es gibt ja noch eine Treppe nach oben. Finde ich feine. Bitte verbrennt mich nicht! Ich werde gehorsam sein, das verspreche ich! Das sagst du so, aber tief in dir hältst du dich nicht für eine Sklavin. Nur wahrer Schmerz treibt diese Gedanken aus. Halt, diese Sklaven sollen im Haus arbeiten. Soll ich meine Gäste etwa von einer jungen Frau mit Brandmalen und Narben im Gesicht bedienen lassen? Ihr bekommt eure Sklaven, wenn sie gebrochen sind. Nicht einen Moment früher. Helft mir, ich bitte euch! Du hast hier nichts zu suchen, Sklavin. Legendärer Stoß! Was hat er denn da gemacht? Ihr habt ihn getötet. Ich habe noch nie etwas so Grausames gesehen. Hey, ich kenne euch doch. Meine Mutter und ich sind euch in Tiens Anleger begegnet. Still, Mädchen. Ein Sklaven spricht nur, wenn man das Wort an sich richtet. Ich schätze, mit der da war der Sklavenbrecher noch nicht fertig. Ach so, redet nicht so mit ihr. Was? Und warum nicht? Eine Sklavin hat ihren Platz zu kennen. Diese hier muss ich wohl erst noch selbst erziehen. Ich sollte den Preis drücken. Ich will keine Sklavin sein. Ich will nur meine Mutter finden. Gao bietet dieses Sklaven nicht mehr Fall. Ich tue das jetzt, Alter. Seid ihr stark genug, um für eure Freiheit zu kämpfen, Puao? Dieses Mädchen steht nicht zum Verkauf. Was? Unverschämtheit! Wisst ihr, welche lange Reise ich hinter mir habe? Wisst ihr, wie lange ich um diese Sklaven gefalscht habe? Hände weg von meiner Tochter! Was seid ihr nur für einen Schuft? Was? Wie kommt sie denn hierher? Sie ist hier an den Wachen vorbeigekommen. Warum ist sie nicht bei den anderen Sklaven? Die Wachen sind tot, Lun. Die Sklaven sind frei und eine ganze Reihe von ihnen sind auf der Suche nach euch. Sie sollten euch besser nicht finden. Nein! Das ist doch nicht möglich. Ich muss hier raus. Ich danke euch, edle Dame. Ich habe meine Tochter wieder und wir sind frei. Wenn ich etwas besäße, ich würde es euch geben. Ich wollte gerade sagen, würde ich es euch geben. Wir gehen nach Tiens Anleger zurück und erzählen der ganzen Stadt von euren großen Taten. Ich bin sicher, Minister Xing wird euch für eure Hilfe belohnen. Lass uns gehen, Frau. Die anderen warten schon. Ich bin froh, dass du wohlauf bist, Mutter. So. Ich spüre Qualen hier. Der Hüter sagt, dass selbst die Mauern den Schmerz in sich aufgenommen haben. Ich mag diesen Ort nicht. Alter,
Es ist erst jetzt, dass da Blut liegt. Oder vielleicht ist es Farbe? Das fing gerade wie ein Stück von einem Totenschädel. So, du hast gekämpft. Jetzt ist wieder Morgenstern dran. Ich werde mein Bestes tun, um euch zu helfen. Ja, besser ist. Gerade schon 5 Minuten. Hast du Gau gesehen, als er vorbeiging? In seinen Augen brannte Feuer. In seinen Augen leuchtet immer Feuer. Finstere Magie schwelt in seinem Inneren. Klar, aber diesmal war es schlimmer. Dem kommen wir in nächster Zeit besser nicht in die Quere. Irgendwas hat ihn mächtig aufgeregt. Hey, Moment mal, was soll denn das werden? Hier oben hat keiner was zu suchen. Aua. Ach Quatsch, falscher Knopf. Aber okay, gut, ich wollte da so jetzt wechseln. Zeit, ein paar Schädel einzuschlagen. Werkstatt. Ach so. Es gibt noch einen weiteren Abschnitt, okay. Ah, das ist wieder Kang. Die Piraten verfügen über hervorragende Maschinen, für die Zweifelzone der Wohlstand von Gao dem Großen verantwortlich ist. Alle klar. Alter, das ist das jetzt mit seinen Fingernägeln, sind die lang. Wie eine Hexe halt. Mit harmonischen Kombos kann man Gegner effizient schlagen, so. Gut, ich werde dann erstmal ausspeichern. Ach ja, übrigens, ich habe jetzt besser, also ich habe jetzt wieder meinen normalen Mikrofon an, nicht so wie das letzte Mal. Aber das ist ja sicherlich schon aufgefallen, also. Schon wieder ein Rattendämon. Bis jetzt sehe ich nur 2, aber ich glaube, das sind mehr als 2. Legendärer Stoß! Ich wollte nur reden. Oh, no. Da ist noch so ein Pferdedämon. Aua. Was ist denn jetzt schon wieder? Ein Ogre! Alle nicht lecken! Hoffentlich war das nicht der letzte dieser Art. Steuerung der Libelle. Ups. Schade. Eigentlich hätte ich diese Tür gern mit dem Schädel eingeschlagen. Na, dann schauen wir doch mal rein. Ja, aber das werde ich mir zutun.
Ich stehe euch voll und ganz zur Verfügung. Hu werde ich natürlich, ja, wie gesagt, im Piratenabschnitt nicht verwenden. Ich brauche eigentlich jede Art von Begleitung, die mit mir kämpft. So, erstmal lese ich einen Buchständer. Die Geschichte des Fluges Band 2. Der erste erfolgreiche Flugversuch, von dem wir wissen, wurde von Fong dem Verrückten unternommen. Okay, wir haben einen Kang dem Verrückten und Fong. Er hatte zwar ein Gelehrtenstudium aufgenommen, war aber der Schule verwiesen worden, weil er eines ihrer Gebäude zerstört hatte. Nach dem, was in den Geschichtsbüchern steht, ist es schwer zu entscheiden, ob Fong ein Genie oder wahnsinnig war. Wie dem auch sei, er ging seinen eigenen Weg und hatte letztlich Erfolg. Zunächst scheiterten seine Versuche zwar, aber er gab nicht auf. Trotz der Kosten und der offenkundigen Gefahr für sein eigenes Leben blieb Fong beharrlich, bis er sein erstes halbwegs taugliches Fluggerät fertiggestellt hatte. Damit konnte er zwar kaum mehr als kurze Hüpfer durch die Landschaft machen, aber es war ein Anfang. Ein Jahr später gelang es ihm, fast 1,5 Kilometer am Stück zurückzulegen, bevor er abstürzte und leider dabei verstarb. Yay, tot! Was? Wow, 499 EP habe ich bekommen. Erstmal nehme ich das Fass. Ist bestimmt eine Bombe. Nein! Schwache Sowjeter Intuition. So, Ständer. Konfiguration des Pferdes. Hä, ich dachte, jetzt muss ich wieder was vorlesen. Und noch ein Ständer. Oi. Vestarium des Jahres der Reichs Band 4. Habe ich schon Band 1 bis 3 gelesen? Egal. Die Bedrohung durch Dämonen. Der gewöhnliche Bürger wird einem dieser schrecklichen Wesen wohl kaum je über den Weg laufen. Dämonen gehören zu den gefährlichsten und boshaftesten Wesen im ganzen Jadereich. Einige Dämonen sind zwar nicht böse, sie sind jedoch alle mächtig und man kann ihnen nur selten trauen. Wer einem bösartigen Dämon gegenübersteht, sollte bedenken, dass sie gewöhnlich immun gegen Magie sind, vor allem die größeren Dämonen. Man kann sie aber erfolgreich mit Waffen und einfachen waffenlosen Stilen bekämpfen. Und so merkwürdig es auch ist, bei den seltenen Begegnungen zwischen Geistern und Dämonen schien die seltsame Magie der Geister auf ihre bösartigen Widersacher zu wirken. Okay, 504 EP. Eine Kiste. Peng. Ich glaube, das ist hier ein Geheimgang. Warte mal, kann es sein, dass es eine Schatzkammer ist? Es wurde auch irgendwie gesagt mit einer Schatzkammer oder sonst irgendwas. Und nein, nicht laden, sondern speichern. Sie haben schon die Kontrolle über Dämonen erlangt? Dann müssen sie inzwischen sehr mächtig sein. Da ist ein Dämon. Ein Elefantendämon. Guten Tag. Dieser Bereich ist verboten. Nur Gau persönlich darf hier eintreten. Ihr müsst vernichtet werden. Ah, das ist verdammt. Was? Das war verdammt? Ich habe keinen Streit mit euch. Ich auch nicht mit euch, aber die Macht von Gaus Magie zwingt mich. Er hat mich hierher beschworen und mir befohlen, seine geheime Schatzkammer zu bewachen. Die Strafe für alle Eindringlinge ist der Tod. Ich, der große Elefantendämon Xiangxi, muss euch zerquetschen. Schade. Aua. Eigentlich solltest du ja rüberspringen. Stopp!
Eigentlich wollte ich ihn nicht töten. Aber leider war es halt so. So, Kiste. Aha. Schwaches Juwel des Schmeichelns, Juwel des kraftlosen Gelehrten. Schrank. Ob man den auch am Leben lassen konnte oder war ich pflichtig, den überhaupt zu töten? Der konnte doch gerade was zerstören, oder? Haha. Wie ist denn der rausgekommen? So. Ja, das war schon ein bisschen unpfeifig zu. Er hatte gerade kaum die Chance gehabt zu kämpfen, also allgemein. Ich bin König der Welt. Ich meine, die Königin der Welt. Und das ist hier schon das Ende? Ja, das Gao und Lim. Oh. Überhaupt nicht auffällig. Okay, gut, 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 gut. Dann werde ich hier nochmal speichern. Mensch, Gao, hast du ein Glück? Du kämpfst mit mir gegen die Endbosse. Peace out. Geht, Lim. Mein Sohn ist tot. Lasst mich jetzt um ihn trauern. Oder ich sorge dafür, dass er ihm Gesellschaft leistet. Hört mir zu, Gao. Vielleicht ist euer Sohn nicht für immer verloren. Die Lotus-Assassinen haben Macht. Sogar über die Toten. Ich weiß Bescheid über den Totenbeschwörungskult der Lotus-Assassinen. Das sind doch falsche Hoffnungen. Und jetzt geht endlich, oder ich... Wartet! Ihr wagt es, mich in meiner Trauer zu stören? Ich sagte, ich will meine Ruhe haben. Das werdet ihr büßen. Wartet! Ihr gehört nicht zu meiner Dienerschaft. Euch kenne ich doch. Ihr seid eine Schülerin von Meister Li. Ihr seid diejenige, die mein Gao getötet hat. Es hat gut getan, euren Sohn zu töten. Und jetzt seid ihr selbst dran. Ja, eigentlich... Das wird ja unser Sohn nicht glauben, also ich sag erstmal das. Hohle Worte! Ihr seid eine gemeine Mörderin. Gao hat mir alles bedeutet. Und jetzt habe ich ihn verloren. Verflucht sollt ihr sein. Und diese Schule mit euch. Mein Gao konnte es Meister Li nie recht machen. Ihr wart immer seine Lieblingsschülerin. Und jetzt ist mein Sohn. Genug jetzt, Gao. Dieses Weib hat unsere Pläne von Anfang an gestört. Wer sonst sollte das in den Ruinen gewesen sein? Und auch diesem Fürsten Yun muss irgendjemand geholfen haben. Gao ist tot. Aber ich werde ihn rächen. Ich kenne euch nicht. Und weiß nicht, ob meine Vorgesetzten etwas mit euch anfangen könnten. Aber ihr reist in Gesellschaft dieses verfluchten Su. Und sein Tod würde zumindest einige alte Rechnungen begleichen. Eurer Tod sei Hand des Todes mein Kommen ankündigen. Es ist mir gleich, wer ihr seid. Ihr steht mir im Weg. Was willst du über zu den Scharfsinnigen? Die Frage ist, ob ich danach das ja auch nochmal machen kann. Okay, ich mache erstmal das. Scharfsinnig? So nennt ihr euch also jetzt. Dann scheint ihr es wohl für Scharfsinn zu halten, so viel Blut zu vergießen, wie ihr es getan habt? Ihr wisst nicht, wer ich bin, Assassine.